Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei Blue Sky Huber on Tour. Heute mal mit einem ganz anderen Thema. Ich möchte euch meinen Routenplaner www.freeontour.com vorstellen. Dieser Routenplaner, speziell für Camper, hat einige fantastische Tools. Unter www.freeontour.com kommt ihr auf die Startseite und dort könnt ihr kostenlos eure Route planen. Ihr könnt euch auch unzählige andere Routen von Freunden und Bekannten anschauen, kopieren und weiter bearbeiten. Hier gehen wir nun mal auf unsere geplante Route an die Algarve. Wenn wir die Route nicht nur anschauen wollen, sondern bearbeiten wollen, müssen wir den Bearbeitungsmodus einschalten. Jetzt könnt ihr auf die Karte scrollen und euch die Wegstrecke genau anschauen und gegebenenfalls verändern. Hier fügen wir nun einen Wegpunkt in Montpellier hinzu, indem wir anklicken und das Pluszeichen setzen. In der Einzelübersicht könnt ihr nun die Wegstrecke mit den einzelnen Wegpunkten mit Koordinaten einsehen und gegebenenfalls verändern und einen Tagesbericht hinzufügen, ebenso entsprechende Fotos. Auch hier könnt ihr nun einen Wegpunkt hinzufügen, indem ihr im Suchfeld einen entsprechenden Ort oder Campingplatz einfügt. Das Programm sucht euch den Ort und die registrierten Camping- und Stellplätze hinzu. Hier könnt ihr euch nun den gewünschten Campingplatz anschauen bzw. mehr darüber erfahren, indem ihr den Link anklickt. Und so könnt ihr die Camping- oder Stellplatzbeschreibung mit Koordinaten und der Lage auf dem Plan genau einsehen. Auch die Kontaktdaten zum Campingplatz sind angegeben. Wenn ihr diesen Stellplatz nun als Wegpunkt markiert, wird er eurem Tagesplan hinzugefügt. Und da wir diesen nun doppelt angelegt haben, können wir ihn natürlich auch wieder löschen. So könnt ihr euch eure Route zusammenstellen mit den entsprechenden Camping- und Stellplätzen, entweder direkt auf der Karte oder in der Einzelübersicht. Zu den einzelnen Camping- und Stellplätzen könnt ihr ein Tagebuch führen und entsprechende Bilder einfügen. Auch ein Titelbild könnt ihr jederzeit einfügen oder verändern. Ihr könnt jederzeit eine beliebige Route kopieren, verändern, löschen. Ihr könnt die Dateien herunterladen oder ausdrucken. Und in der Planungsphase habe ich dies immer auf privat stehen und erst nach der Reise stelle ich es auf öffentlich. In der Kartenübersicht könnt ihr jederzeit hin und her scrollen, vergrößern, verkleinern, die entsprechenden Orte anschauen oder wo ihr noch einen Zwischenstopp oder Wegpunkt einlegen möchtet. Ich selbst habe schon 9 Alternativrouten angelegt und diese können jederzeit eingesehen, kopiert und entsprechend verändert werden.
Falls ihr diesen Routenplaner Free on Tour ebenfalls nutzen möchtet, so wünsche ich euch viel Spaß bei diesem herrlichen Tool.